Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier im Bausimulator. Okay. Es ist das absolute Chaos ausgebrochen. Es fehlen Fertigbauwände. Elemente. Na, Carsten, hast du sie? Nein. Wo ist? Aber man könnte sie jetzt hier verkaufen, steht hier auf den Transportrahmen. Wo ist denn Mario? Ja. Was, da wo du bist? Oder wo bist denn du? Ich bin hier im Lager. Bist du im Lager? Es gibt doch hier auch die Möglichkeit, hier direkt. Ja. Ah, übrigens, sag doch einfach mal Hallo, YouTuber. Hallo, YouTube. Hallo, YouTube. So. Ich hab's gefunden, das Paket. Und wo hast du es jetzt gefunden? Ja, ich hab's. Und bin ich extra dahin gekommen, dir zu helfen, und dann hast du es doch gefunden. Aber ich kann's nicht ausladen. Das muss wer anderer. Siehste? Beim Fertigwand. Bei der Fertigwandfabrik. Bei der Fertigwandfabrik? Da musst du mit dem Tieflader vorher sein, glaube ich. Nee. Nee? Ich hab sie vorher auch so gemacht. Achso, hast du sie selber aufgeladen? Nein. Ja, ist schon da. Da fehlt aber was. Na. Da sind nur zwei Teile drauf. Oh nein, ich wollte doch hier rein. Bist mit verkasten? Ich mache ihm mal ein bisschen Platz und gebe die Dinger zurück. Also Welt. Also auf der Welt haben wir die Dinger nicht im Fall, ne? Die sind da gar nicht mehr da. Und im Lager bei uns ist schon. Auch nichts. Ich hab schon, dann. Sie haben es schon. Dann reise ich schnell zurück. Jetzt ist auch der Kranarm wieder weg. Der Kranarm? Also an seiner Frontscheibe, der. Aber das Hotel wird langsam da. So langsam. So. Aber, was wollte ich gerade machen? Warten, bis das Material kommt. So. Also, wir warten jetzt hier auf Mario, vermutlich steht das... Was macht der? Hallo? Nein, nein, nicht da. So. Wo ist denn Mario? Ist der Mario schon auf dem Weg? Ja, Mario ist auf dem Weg. Also, der lässt sich auch durch nichts aufhalten. Okay. Expresslieferung. Kann man da noch einsteigen? Nein, ne? Wo willst du einsteigen? Wie viel Platz hat der? Zwei. Zwei? Ich könnte jetzt A drücken und würde ich einsteigen. Okay. Hat er drei Plätze? Steig mal ein. Soll ich mal einsteigen? Oh nein, derzeit nicht verfügbar oder voll besetzt. Ja. Einfach zwei. Einfach zwei. Ich finde das immer niedlich, wie die Autos zerbröseln. Rumhüpfen. Hier mal eine Runde. Was machst du? Nee, die Autos, die man über den Haufen fährt, die zerbröseln. Aha, ja, das wäre gut für den LS. Dann hätten wir auch so Geisterfahrzeuge. Bei mir gibt es gerade ein bisschen Musik. Ich habe das Radio angemacht. Oh, der ist traurig. Der guckt ganz, ganz traurig runter. So, wir stehen schon bereit, Mario. Liegt nur an dir, schön zu parken. Nein, was machst du? Ah, dein Kran, ja, toll. Bevor ihr da, lad nicht das komplette Teil ab, sondern packt das erstmal aus oben drauf. Auspacken? Also die Transportsicherung lösen. Ja, theoretisch sollten hier vier Wände drauf sein und nicht zwei. Also das absolute Chaos ist wieder am Start. Die Chaos-Baustelle geht weiter. So, das Ding kann man noch anklicken hinten, dass der den Korb zurückgibt. Wo muss ich eigentlich hin damit? Da. Oh. Miep. Komm, bleib mal bitte unten mit deinem ja, Kran. Ja, ich bin unten.
So, passt. Ja, du kannst auch wieder nach oben. Ich kann auch dezent so zur Seite rückfahren. Ist das Ding jetzt tatsächlich leer? Ja, guck, wir brauchen aber nur noch zwei Teile. Ja, wo sind die? Ja, die hat Mario verloren bei seinem rasanten Fahrstil. Schätze ich mal. Pakete übrig, da ist doch noch ein Paket. Wo denn? Da waren zwei Pakete. Fahr mal mit dem Tieflader noch mal da rein in die Position. Was seid ihr denn? Ich sitze im Kran. Ich habe einmal. Aber Karst, Mario ist gar nicht mehr da. Ich habe das Menü von der Fertigwarenfabrik gerade offen. Ach so, okay. Und da steht Pakete üblich 1. Da sind wahrscheinlich auch noch mal zwei Wände drauf. Nicht in den Fahrstuhlschacht springen, Tom. Ne, ich guck nur runter. Ich guck nur runter. Mario, du sagst Bescheid, wenn du da bist, ne? So, kurz reinsetzen hier wieder. Mario redet nicht mehr mit uns. Nein, er ist traurig. Oder voll konzentriert. Na, bitte voll konzentriert. Aber wie kommt man jetzt hier eigentlich wieder runter in die Garage? Nur über den Lift? Hinten durch die Tiefgarage. Ja, aber das ist ja kein schlechtes Feuerkonzept hier, ne? Nur mit Lift, wo ist die Treppe? Nicht also, vorhanden. Ja, also Schweiz, ja, Feuerpolizei würde sowas nicht abnehmen. Fusch am Bau. Aber dann lieber auch mal ein Paket. Und ich hab drauf drückt. Oh, das ist nur das eine rausgekommen. Bist du an der Fabrik? Nein, noch nicht. Okay. So, was haben wir denn hier? Ah, Hilfe. Oh, hier drückt schon der Dreck durch. Oh nein! Ja, und irgendwie, da hast du aber ganz schlecht die Wände gegossen. Und irgendwie... Das ist die zerbrochene Platte, die der Tom da draufgelegt hat. Ach so, nee, eine Wand. Achso, das hat er ja alleine gemacht. Und was ist denn das hier hinten? Was soll denn das darstellen? Eine Sackgasse. Nichts. Etwa so, ja. So, ich komme wieder hoch. Das ist wie den Toms Büro. Mein Streamingzimmer. Ja, genau. So. Ein langer Schlauch. Genau so schaut mein Streamingzimmer aus. Da. Aber dann kletter ich da rüber, so, und dann kann ich so streamen. Na. So. Bin schon da. Bist da? Wo? Ja. Nicht bei uns. Ja. Mission ist nicht mehr verfügbar. What? Ah, die sind kaputt gemacht. Hä? Ja, hab ich dir gesagt. Komm, probier du mal. Achso. Wo gehst du lang, Job? M, dann auf die. Nee, Karte. Karte. Dann die Fertigwarenfabrik auswählen. A. Betreten. Betreten. Auswählen. Oh, bei dir steht nur 8, bei mir steht 9. 8, 9, was? Ja, bei mir auch 9. Bei mir auch 9. Ich hab noch ein drittes, ich hab Abortion mit E auch noch. Ich hab G, ich hab I. 4 Pakete. Ja. Ich kauf mal so. Nein. Was nein? Nein, die brauchen wir noch nicht. Was? Schau mal, Dom, schau beim Sascha. Guck mal bei mir im Stream, was da ist. Ja, bei dir im Stream, da muss ich wieder switchen. Das Paket hier. Ja, das habe ich nicht. Genau, und das kommt, wenn ich draufklicke. Ich glaube, wir dürfen den Schritt überspringen. Juppidu! Sehr schön.
So, ganze Arbeit aber, für nix. Aber der Tieflader kann da unten bleiben. Also, das heißt, Erdgeschoss überspringen, ja? Heißt das, ja? Aufgabe überspringen. Nein, nur Fertigwände überspringen. Das Fertigwände überspringen, Y. Genau. Jo. Es flackert und... Plupp. Ja. Säule gießen! Ja. Dann zwei, darf vier, gegossen sechs, werden. Ah, Carsten ist wieder am Rumdüsen. Okay, was machst du? 10 Säulen. Carsten möchte gießen. Okay. Und ich setz mal den Fahrstuhlschacht. Aber brauchen wir hier jetzt auch wieder Material? Noch nicht. Also außer Beton. Gleich kommen wieder Deckenelemente. Ich mache mal ein bisschen mehr Sicht hier. Also du hast gesagt, das Ding ausklappen, hier hinten muss man nicht, oder wie? Was? Am Gießer. Okay. Die Klappe hinten? Ja. Die mache ich immer auf. Nein, nicht die Klappe, die muss auch aufklappen, sonst geht's nicht. Die Rutsche meine ja. Ich. Achso, die Rutsche, nee, die braucht man nicht. So, also es wird einmal gegossen. Woher nimmst du jetzt das Material? Haben wir das da? Welches Material? Beton. Ja, Beton. Ja, der wird doch bei dir, füllst du doch gerade bei Carsten rein. In die Pumpe. Oh Mann. Ja, aber die Teile da drüben, die sind ja noch nicht da. Welche Teile? Vom Grundmauer. Wieso? Der erste. Hallo Matthias, schön, dass du da bist. Das Erdgeschoss ist doch schon fertig. Nein. Vielleicht müssen ja erstmal wieder Deckenelemente drauf. Nein. Verdammt, leuchtet es noch. Mhm. Zeig dir das mal. Diese Wand hier, wo ich jetzt stehe, die fehlt. Ach so. Nein. Doch. Nein. Doch. Und ich sag dir was. Halt. Gucke in mein Fenster und dann siehst du, nein, die fehlt nicht. Und guck mal. Blink. Ja, ich sehe das bei dir wohl, dass sie bei dir fehlt. Bei mir fehlt die nicht. Ah, lauf doch mal anständig hier. So. Hm? Fehlt auch. Nein. Doch, fehlt. Bug-Simulator 2022. Das ist nur im Multiplayer so. Ja, eben. Multiplayer Bug-Simulator 22. Aber wir haben Spaß und das geht's doch, hä? Die Hauptsache. Ja. Kannst du euch auch das gießen, Carsten, wenn ich nicht drin sitze? Bisschen, eigentlich schon, ne? Bist ein bisschen tief und daneben, glaube ich, ne? Ja, aber ich bin zu dicht angefahren. Guck mal rein. Hat noch Platz. Gib mir noch Platz. Ah, nicht auf mich, nicht auf mich! Ja, komm, wird mit einbetoniert. Ich hab noch nicht voll. Noch mehr Platz? Ja, jetzt ist gut. Gut, reicht. Da, bitte hier. Aber nicht mehr auf den Kopf, bitte. Gut. Ah. Und go. Noch Platz. Ah, sehr schön, passt. Gut, reicht. Hier. Soll ich das Material schon holen? Ja, bring's. Ja, kannst du ruhig schon herholen. Das sind ja 8 Pakete, das heißt, du musst ja 4-mal fahren, ne?
Muss nur gucken, welche Pakete welche sind, ne? Mein fährt die Karsten schon wieder. Ja, sonst müssen wir gleich gucken, wo wir die hier am sinnigsten abstellen. Bis da drüben. Am besten. Toll. Wo können wir die am besten hinstellen, ohne dass sie durch den Boden ditschen? Straße? Ja, da ist er eben schon durchgefallen. Ach so. Nee, Alice ist glaube ich nicht so verpackt, ist voll gut. Alice ist glaube ich nicht so verpackt wie... Also Carsten hat ja ein super System, mal da mal so, mal so. Und links nach quer, ne? Und dann plötzlich wieder geradeaus und dann... Ja, nur um den Tom ein bisschen zu verwirren. Natürlich. So, da. Jetzt fährt er wieder nach vorne vermutlich, dass ich hier am falschen Ort stehe. Ah, guck. Guten Abend, Parkes. Ah, nicht auf mich, hallo! Hallöchen, Parkless. Betondusche. Hallöchen. Hallöchen, Stefan. Sehr schön. So, dann einmal noch hier. Und dann hast du einen noch vergessen da vorne. Ja, da komme ich nicht ran. Doch, da doch, ran. Klar. Oh, Mario. Ja. Er konnte doch nichts mehr klicken, er wollte neu connecten. So. So, und jetzt hier noch. wo war's denn? Hier. Ja. Da komme ich nicht ran. Och, da kommst du ran. Dong. Okay. Oder auch nicht. Da komme ich nicht ran. Ich sehe es nicht, ich sehe es nicht. Ich sehe es, dass er da nicht rankommt. Ich bin schon ganz oben. Ja, ja gut dann. Einmal zusammenklappen und einmal neu. Ja Tom, dann fahr mal den Mischer da weg. Ja, mache ich in dem Fall. Ah, ich komme da nicht raus. Ja. Aber komme ich denn da raus hier bitte? Durch die Tür am besten. Echt? Oh. Ja. Wie langweilig. Die Chaoten wieder zusammen. Ja genau, die Chaoten sind wieder zusammen hier. Stefan, ich weiß nicht, wie du darauf kommst. Wird schon wieder dunkel? Nee. Nee, es wird hell, es wird hell. Ich hab schon gedacht, es wird schon wieder nacht. So Carsten, danach weißt du musst den wieder komplett wegfahren, weil dann kommen wieder Deckenelemente dahin. Ja. Das ist das Einzige, was ein bisschen nervig ist, dass man den da mal hin und her fahren muss. Upsala. Dann wollen wir gleich mal gucken, ob bei Tom die Wandelemente auch gleich auftauchen oder ob die weiterhin unsichtbar bleiben. Ich bin gespannt. Das sieht doch besser aus. Oder? Ja. Ein bisschen noch vor. Ich bin zu nah. Das sollte passen. Jawohl. Plupp. Juhu. Nee. Die Wände sind immer noch futsch. Immer noch futsch. Okay. Aber brauchen wir hier Betongießer? Aktuell natürlich nicht, ha? Aktuell gerade nicht. Wir müssen jetzt erstmal wieder Holz und Deckenelemente hinstellen. Und dann brauchen wir wieder ein bisschen Beton. Kriege ich das auch gefasst von hier drüben? Ich glaube nein, ha? Oder doch? Das sieht nicht gesund aus bei mir. Nein. Du musst es vielleicht mal ein bisschen nach oben vielleicht. Könnte helfen.
Das sieht nicht gut aus. Sind das die, die wir brauchen? Mal ja. Gucken, ob der die hier trotzdem irgendwo. Soll ich dir mal helfen hier? Dann nützt das nichts. Ja. Komisch aus bei dir, was du da tust. Oh, ja. Oh. Etwas. Tom, hast du den bei mir vom Kran genommen, der da in Luft hing, oder? Nö. Hätte ich sollen? Ich hab da so einen leicht zitternden Stapel Holz. Spannend. Was brauchen wir? Der Deckenelement. Tom? Aber den, wo kann bist ich, du? Den kann ich hier nicht schnappen, hä? Ich versuch gerade. Bum, 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 bum. was macht denn Sascha da? Also, das seht ihr jetzt leider nicht, nur die im Stream. Aber Saschas Holzstapel hier tanzt Samba. Ja, hängt offenbar an Gummiseilen. Ja. Kann die auch nicht abhängen. Tom, steig mal aus dem Kran und raus und steig mal bitte. Jetzt ist sie bei mir wieder normal im Kran. Bei mir auch, ja. Okay. Okay. Aber bei dir? Ja, auch. Sehr schön. Und einmal aufsteigen. Gut. Reicht. Aber was brauchen wir denn noch? Betondecke, ganz rechts sind von die dir. Die da aus drüben, ja. Also links für dich. Du weißt schon, dass ich dir auch rauskicken kann, ha? Das ist dir bewusst? Welches Pack hier? Ja, wieso? Du hast dich doch vorhin auch so schön vertan. Ja, das passiert mir noch nicht immer. Nur mal so zwischendurch. Njum. Das funktioniert nicht, da. Nicht so wirklich. Geht's runter? Quatsch. Das sehen wir vom letzten Mal, ja. Ah. Bei mir gibt's Bungee-Holz zu sehen im Clip. Juhu. Muss auch mal sein. Gar nicht auf das mit Tom hier mal. So. Ich fahr mal langsam zurück, dass ich da dir nicht mehr in die Quere komme, ha? Oh, Mario ist da mit Wänden. Hello. Oh, ups. Am Montag gibt's immer was zu klicken, genau. So, ich switch da wieder. Oh, ich glaube, ich. Paraclast hat auch bei mir geklippt. Klipp, klapp. Ja. So, dann brauchen wir jetzt noch ein Element. Ja? Du solltest jetzt eigentlich über mich drüber kommen. Über mich drüber. Ja. Ich hab nicht hoch genug gehoben. Es. Ich suche eigentlich so nah, so tief fliegerisch zu fliegen hier, zu fahren wie möglich. Speichern. Ja. Wenn wir beim Mappen wären, ja. Ups. So. Wahrscheinlich steht dein Kran gleich wieder im Weg. Nein. Nein. Könnte es gerade diesmal passen, ja. Ups. Verdaut. Das passt genau nicht. Warte,
Nein, das, nein, die Füße stehen auch im Weg. Ach ja. Ich habe gerade was geht gerade Mario, gerade so. Perfekt. Aber vielleicht reicht es, die Füße einzufahren. Ja, mach ich, aber ich glaube, es reicht eben nicht. Nein. Oh. Da stehen noch 30 in der Reifen. So. Shit. Ja, okay, jetzt ist Kranarbeit vorbei hier. Ja, ich fang mal an. Ich nehme mal eben bei dir da hinten die Platten weg, dann kannst du dich da vielleicht wieder ausbreiten. Ja, das wäre nicht schlecht. Können wir machen, ja. Sehr sanft abgelegt, Sascha, sehr sanft abgelegt. Ich wollte mich eben ein bisschen beeilen, dass du wieder so machen kannst. Sehr schön. Sind jetzt zwei. Nein, ja, noch zwei Stück, ja. Ja, es sind glaube ich mal vier Platten, die da übereinander liegen. Das Ding ist schon wieder zum Drittel runter mit Benzin, ne? Ja, wenn man drinnen sitzen bleibt, dann verbraucht er halt wirklich vernünftig Sprit. Oh, jetzt wirklich mal raus hier. Ja, immerhin sieht ja auch lustig aus. What out? Immerhin. Welcher? Hier, der von Mario. Der muss bestimmt bald tanken. Ich kann mitarbeiten. Das Krankuscheln kann weitergehen. Ich fahre aus. Ja, ich nehme dann wieder von der anderen Seite die Platten. Ich gehe mal lieber noch ein Stück weg. Ah, mach das. Falls du hier in den Kran bleiben, dann kriegst du die Platten zu schmeißen. Ja, wenn der Chef wieder missbaut, meinst du, hm? Nein, ich habe extra den Kran angesprochen, nicht den Fahrer. Ach so, ja, ist ja nicht dasselbe, hm? So, jetzt wohin muss ich jetzt? Okay, spannend. Ist jetzt die großen Platten da? Ne, ich habe jetzt die kleinen. Achso. Die sind irgendwie da vorne. Oh! Schnell abladen hier. Ups. Da bin ich jetzt aber nicht schuld. Habt ihr doch alle einen Helm auf? Ja. Ja, Mario sitzt sowieso im LKW. Ja, das kann helfen, ja. Aber nicht immer. Ja, aber jetzt zur Sicherheit natürlich besser für dich. Wenn die Platte vorne durch die Scheibe kommt, könnte es eng werden, ne? Ja, auch wenn es von oben runterfällt. Trotz Sturzhelm. Man kann sagen, also wenn dir so eine Platte auf den Kopf hält, dann ist auch ein Helm egal. Ich glaube auch, ja. 210 Tonnen oder so, keine Ahnung, wie schwer so ein Teil ist. Ja. Auch eine Tonne reicht aus. Naja. Ja, bei einer gewissen Höhe. Bei 100 Kilo aus. Ah. In Wien ist einmal ein Hammer runtergefallen, was im 20. Stoß. Oh. Ja. Das tut auch weh. Ja. Der Hammer war tot. Ja. Ich habe bei meinem Vater aus dem zweiten Stock mal einen Hammer runtergeschmissen auf dem Rasen. Der hat das auch nicht überlebt. Also der Hammer. Der Rasen. Der Rasen hat das überlebt. Da war nicht viel, aber der Kopf hat sich mit so einem Stück Stiel getrennt. Aufgefangen hat den Hammer, der hat es nicht überlebt. Oh, oh. Nee, da habe ich bei mir vorher geguckt, dass da keiner steht. Da. Ah. Der zweite Beton ist schon. Gute Frage. Nächste Frage.
da hinten. Ich muss sagen, einen sehe ich hier. Na? Kamera, kann man das vielleicht auch so machen? Oder sieht man so gar nichts? Ich glaube, das sieht man gar nichts, ne? Ist da Innenansicht? Nee. Ja, innen vielleicht schon, nehmen wir von anderer Perspektive, dass ich mal mehr Richtung Baustelle gucke, von seitlich. So, von oben. Ja. Ja, aber der Punkt ist eigentlich immer im Weg, der Arm. Nee, ja, so sehe ich gar nichts. Da brauchst du einen Einweiser. Muss sich einer oben auf die Baustelle draufstellen und dir dann sagen, wo du hin musst. Funktioniert auch sehr gut. Glaube ich, ja. Müssen wir vielleicht mal eine Folge so machen. Aber wenn da schon Betriebsstoffe gekauft werden, direkt via Menü. So, Realismus tut allen gut, ha, Carsten? Genau. Ist das hier ein Realismusprojekt? Nein. Natürlich nicht. Da fliegen ja Betonplatten durch die Welt. Oder ganze Bagger. Ja, oder Fertigbauwände, die durch den Boden fallen. Fällen einfach irgendwelche Mauern. Ja, Entschuldigung. Ja, kannst du dir sagen, dass ich eine Wand draußen habe? Wir werden immer noch nicht wieder da, oder nicht? Na, muss ich später mal gucken. Nicht da abstellen. Oder? Wart noch ein bisschen. Muss da rein, ne? Weil wir müssen erst mit der Betonpumpe da noch ran. Ja gut, aber die kann auch hier hinten hinfahren, wo ich stehe. Ja, die steht am besten vor dem Eingang, ja. Da hinten kann er absetzen. Mario. Okay. Ja, es sind noch 5 Stück. Was interessant ist, bei mir steht hier eine Palette immer noch nicht ausgepackt. Eine Platte nicht ausgepackt? Eine Palette. Also eine Deckenelementpalette. Steht hier immer noch bei mir. Okay, ja. Mitten in den anderen Platten drinne. Das hatten wir doch bei dir beim Rathaus ja auch, dass bei mir das Ding mitten jetzt im Dreck stand. Schön. Mitten im Beet, ja. Eingebudelt. Oh, nein, nicht schon wieder. Ja, aber ich hab's am Haken. Aber eine ist weg. Nein. Die da drunter lag, ist verschwunden. Da schaut ein bisschen was raus, also auf dem Boden. Ach Tom, Nee, ich sehe nichts. Ich wollte gerade sagen, nee. Ich hab gerade dein. Das ist nur ein grauer Fleck hier, du meinst den hier. Nee, da hat das nichts mehr. Warum steht hier noch so ein Paket rum? Ja, genau. Warum steht da ein Paket rum? Die Fragen aller Fragen. So ist es. Und so geht die Folge zu Ende. Mal was gucken. Dann würde ich sagen, wir beenden die Folge hier mit der Frage, warum steht hier ein Paket drum? Wollt ihr auch noch Tschüss sagen?
Tschüss, YouTube. Und auch von mir, tschüss, bye bye. Das Rätsel wird gelöst in der nächsten Folge. Tschüss.